Schüler helfen Schülern. So lautet das Motto des Projekttages des SWS Campus am Ziegelsee in Schwerin am 11. April. Im Rahmen der Aktion werden Einblicke in die Ausbildung zum Pflegefachpersonal am SWS Campus gewährt. Ältere Schüler unterstützen ihre unerfahreneren Mitschüler. Dabei geht es sowohl um Theorie als auch um die praktische Anwendung des Gelernten. Gerade diese Kombination ist ein Kernelement der Ausbildung am SWS Campus. Diese Ausbildung ist mit Lernsituationen aufgebaut, dass die Schüler halt wirklich ein fachpraktisches Beispiel bekommen, an dem sie die Theorie sozusagen verinnerlichen und dann praktisch auch hier in diesem Pflegeraum umsetzen können und dadurch halt ihr Wissen vertiefen können. Was schätzen die Schüler an der Pflegefachausbildung? Zum einen die vielfältige Struktur der Ausbildung, dann die Möglichkeiten, die sich den Schülern eröffnen. Besonders geschätzt wird die tatkräftige Unterstützung der Ausbilder. Ich finde, die Ausstattung der Schule ist ganz toll. Wir haben Fachräume, ne? Sie können sehen, wir haben einige Bibliothek. Ja. Und besonders die Lehrer, Lehrerinnen sind sehr nett, hilfsbereit. Die Klassen am SWS-Campus sind multikulturell aufgestellt. Beim Erlernen der deutschen Sprache werden die Schüler intensiv begleitet. Das Sprachtraining ist ein zentraler Teil der Ausbildung für Studierende mit Migrationshintergrund und wird gut angenommen. Wie Sie ja schon gesehen haben, haben wir viele Azubis mit Migrationshintergrund, viele Vietnamesen und wir bieten im Rahmen unserer Ausbildung an, dass die Azubis einen berufsspezifischen Sprachkurs absolvieren können. Der ist vollkommen kostenfrei für diese Azubis und der ist integriert in die Ausbildung, auch in die praktische Ausbildung bei den Trägern. Sie haben immer einen Sprachkurs mit bei, dass sie richtig gut sozusagen auf die Abschlussprüfung vorbereitet werden können. Sie hören unsere Meinung, unsere Probleme zu. Ja, und dann sie suchen für uns die Lösungen. Ja, alles perfekt. Der Beruf des Pflegefachmanns bzw. der Pflegefachfrau ist extrem wichtig für unsere Gesellschaft. Ein fordernder Beruf mit einem hohen Maß an Verantwortung. Auch das soll im Rahmen der Ausbildung vermittelt werden. Die Schüler wissen genau, warum sie die Ausbildung absolvieren wollen. Mein Job ist ganz wichtig und sinnvoll, weil ich die Menschen helfen kann, die ihr Leben nicht mehr alleine gestalten können. Aufgrund Krankheit oder Verletzung. Ja. Und dann ich kann die Dankbarkeit von Patienten oder ihren Angehörigen bekommen. Das macht mir riesig Spaß, ja, und motiviert. Auch auf dem Projekttag müssen die Schüler schon Verantwortung übernehmen. Vorerst nur für ihre Kameraden. Anliegen der gesamten Ausbildung am SWS Campus Ziegelsee ist, die Schüler bestmöglich auf das Berufsleben vorbereiten.